Willkommen zurück im zweiten Teil von unserer Wanderung, Hiking, Trekking, nennt ihr wie ihr es wollt, hier aus dem Baselland. Jetzt geht es noch weiter zum, entweder zum Dachloch oder zum Viewpoint, eins von beiden. Aber das werden wir gleich sehen. Jetzt sind wir dran. Wir grüßen, haben nichts zurückbekommen. Sind wir positiv, ja. Denkt man auch. Sehr viele Radler hier. Elektrovelos. Ja, Hauptsache man macht Sport. Das ist interessant hier. Mal schauen, wie lange ich brauche. Bis hierhin war es. Warte mal schnell. Eine Stunde. Ich habe eine Stunde gebraucht bis hierhin. Das ist unglaublich. Ich hoffe, ja, rauf geht es immer länger als runter. Darum. Wir sehen uns gleich oben. Leute, hört ihr das? Warte. Ja, scheiße. Man hört das nicht mehr. Aber da sind Schüsse auf dem Schießplatz. Übungen. Seht ihr den? Da werde ich auch gerne mal raufklettern. Das angemacht an eine Seil, ein Drahtseil. Hier. Befestigt an dem Baum dort. Wechsle mal das Akku, bin gleich wieder zurück. Seht ihr das? Stell doch vor, wie alt das ist. So, das war sicher so ein Weg, wo man mit den Pferden rumkam. Die alte Generation. Sehr stabil, immer noch erhalten. Da die moderne, da das alte. Alles zusammen harmoniert hier. So, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir gehen hier zum Viewpoint rauf. Ich habe entschieden. Wir gehen in der Uhrzeit mal. So kommt der Blick in die Uhrzeit. Das ist recht. Recht beliebter Ort hier, recht gut besucht. Da unten am Grillieren hier. Da oben sicher auch noch ein paar Leute. Mal sehen.
Ah, ja, genau. Schon. Sorry wegen dem Wind. Schaut mal die Aussicht an hier. Kraftwerk, da oben, ich weiß nicht, ob man da sehen kann. Aber hier. Ist wunderschön. Sorry wegen dem Wind. Den kann ich nicht stoppen, leider. Schaut mal an, ey. Wunderschön. Das ist unglaublich. Herrlich. So, weiter geht's. So, da runter, da runter. Empfehlenswert. Geh mir zu Hause. Wie sieht das dort aus? Ist auch noch eine Reise wert. Ist nice. Weiter geht's Jungs. Da hier ja, ein Part. Sieht man den Brocken an, wenn da mal runterfällt. Nice. Schaut das echt das an. Unglaublich. Das ist unglaublich. Ja. Gehen wir mal weiter. Hier entlang. Schön aufpassen. Meine Nase irgendwie hinkriegen. Die läuft mir noch weg. Ich bin gleich wieder bei euch. Bis dann. Jungs, die Aussicht war grandios. Oder was haltet ihr davon? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich denke schon, es hat euch gefallen. Es ist ein Aufstieg wert. So kann man alles. Danke vielmals. Geht's mit euch. Thank you.
Schaut doch den Baum an hier. Der wird auch nur gehalten. Ja, Pilze. Ja, es gibt auch viele Leute, die hier Pilze sammeln. Warte, muss wissen, wo wir hingehen. Wenn ich nur weiterlaufe, dann. Schaut euch das an. Aber in der Wildnis. Wilde Tiere? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, würde ich so sagen. Aber ich denke, Wildschweine sind hier vorhanden. Ja, das ist. Also bin ich hier richtig. Super. Das heißt, wir können hier weitermachen. Ich glaube, es geht da entlang. So durch. Jetzt mit dran. Alle sind irgendwie nicht so atem, weil es ist verständlich. Es ist ein rechter Weg. Und wenn man hier ist, ist man. Eine Hütte. So eine Hütte ist es. Aber der hat eine gute Aussicht, man schaut dort die Aussicht an. Da hier, der Eingang. Und dann. Bam. Oh, er hat sich sogar noch ein Bänkchen gemacht hier. Da drauf sitzen und da rausschauen. Episch, ne? Yeah. Ich wollte von euch wissen, ob ich die Vlogs in Englisch soll machen. Weiß, mein Englisch ist nicht so gut. Verständlich, man versteht mich. Einfach die Konjunktur, die Grammatik ist ein bisschen mangelhaft. Aber man kann es ja zusammen üben. Und was toll ist in der Schweiz ist, es ist überall beschrieben, wo du hingehst, wo man hingehen kann. Also, nicht, dass man sich irgendwie verirrt. Es steht alles drin. Wir kamen vom Waldenburg, dort 2 Stunden 20. Na, Eptingen, ja, irgendwo dort sind wir hingekommen. Jetzt will ich mal den Drachen noch sehen hier. Was ist hier? Eben. Schießplatz. Wann? 18. Am Sonntag ist nichts. Also wenn hier Schießübungen sind, dann ist der Weg hier gesperrt, sodass man die Verletzungen mindern kann. Und ja. So. Ah, wo waren wir? Genau. Wegen dem Englischen. Wenn ihr wollt, dass ich das auf Englisch mache, alles hier, dann lasst es mich wissen. Die Sonne, warte, hier. Lasst es mich wissen, was ihr davon haltet, ob ihr mit mir zusammenwachsen wollt, ob ihr die Englischkenntnisse von uns beiden, ja, von uns, von mir und euch, wie, keine Ahnung, wollte nur mal eure Meinung hören, was ihr davon haltet. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Dann können wir größer werden, unser Kanal irgendwie erweitern auf nicht nur auf deutschsprachige, sondern auch auf internationale Ebene. Ja, dann werd mal darüber nachdenken und sehen, was draus wird. Aber wisst ihr was? Alles, was man runterläuft, muss man wieder hochlaufen. Fortifikation, Hauenstein, Militärstraße, Bölche. Erbaut November 1914 bis August 1915. Ja. Das ist ein Militärweg, aber.
Ich hoffe, es ist ein bisschen schneller an dem Drachenloch. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich hoffe, ich werde hier nicht enttäuscht sein. Es ist nur ein kleiner Höhleneingang. Mal sehen, was ihr seid. Laut Google. Zwei Minuten entfernt, also 140 Meter in diese Richtung. 140 Meter, mal schauen. Sieht das nicht toll aus? Was ist hier unten? Das ist eine Treppe. Interessant. Ja, das ist es, oder? Ist das die Höhle? Das ist die Höhle. Leute. Ja, da geht's noch weiter, warte. Es wird jetzt gehen. Ich weiß nicht, ob es so dunkel ist für diese Kamera, aber wow. Was denkt ihr, was das hier hat? Es hat sich irgendwo Fledermäuse oder sonst irgendetwas. Nicht viel zu sehen, ne? Ich dachte, wir können hier etwas erleben, aber ja. Aber die Aussicht, es ist knapp bemessen hier, ne? Aber es ist richtig nice, es ist richtig nice. So, es geht wieder bergab, wie ihr seht, habe alles gesehen, habe alles gezeigt und ich beende das Video hier und an alle euch draußen, falls ihr noch nicht abonniert habt, subscribe, like and comment und bitte, weil so ist das Algorithmus von YouTube, lasst uns gemeinsam aufwachsen. Lasst uns gemeinsam die Welt erobern. Zeig euch wer, wie, wo, was, überall auf dem Land. Momentan in der Schweiz. Bald als nächstes gehe ich nach Italien, also genauer gesagt nach Sizilien. Da bin ich eingeladen auf eine Hochzeit. Es wird recht geil. Ich hoffe, ich kann dort den Ätna besuchen
hoffe, und wir werden sehen, was wir dort alles erleben. Und bis dorthin muss ich meine Kondition arbeiten. Es ist unglaublich. Aber dazu gibt es noch viel mehr in den nächsten Folgen. Stay tuned und wie immer, stay positiv und genießt das Leben, Alter. Danke vielmals. Bis zum nächsten Video. Peace. Wie lange wir gebraucht haben, bis wir hier oben waren. Warte, lass es mich abchecken. Kurzen Moment. Sonnenbrille an. So, Licht kommt von hier. Ziehen wir mal nach. Das ist. Oh. Wir haben genau 2 Stunden gebraucht, bis wir hier oben waren. Und jetzt, ja, mal gehen wir runter, mal sehen, wie lange wir noch haben. Ich denke nicht so lang. Die Hälfte von der Zeit, von dem, was wir nach oben hatten. Ja, denke mal. Aber ich lasse es euch wissen. Und wie gesagt, ich lasse euch auch den Link hier unten in den Kommentaren, den kommt in der Beschreibung, wo ihr denn alles findet, wo ich jetzt war. Und denke, aber ich lasse euch wissen, wo ihr alles findet. Falls ihr Fragen habt, lasst mir in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Hi, willkommen auf der Suche oder auf der Jagd nach Ruinen. Mal sehen wir, ob wir hier etwas finden, ob wir gefangen genommen werden, ob wir, keine Ahnung, mal sehen, was hier gibt. Wir sind hier im Wald, ihr hört. Oh, jetzt nicht mehr. Oh. Ja, nun. Sonnenbrille auf. Wir sind wieder in Sicherheit. Aber ich meinte, wir können jetzt etwas an Steve Irwin oder so irgendetwas in Natur forschen. Gehört das jemandem? Ja, dumme Frage. Ja, klar. Aber wohnt hier jemand? Ist die andere Frage. Leute. Oder sind das Geiselnehmer? Schön vorsichtig, langsam, leise. Psst, seid leise. Ja, machen sie. Ich mach selber Saulärm. Ja. Es hat ausgeruht. Ausgeruht. So. Wie gesagt, das kommt eh nicht im Video. Aber trotzdem, ist schön. Ist sehr schön hier. Normal die Sonne blendet. Aber. Nice Techniken. Kamera, aber ist ja nichts. Jetzt gehen wir da runter, wieder auf die Straße und dort führt unser Weg zum Auto. Dann werden wir sehen, wo wir als nächstes landen, welche Hügel wir besteigen, welche Berge wir erklimmen, welche Flüsse wir überqueren. Oh, Flüsse, ich würde so gerne baden gehen. Aber wie ihr seht, Langarm. Also ist nichts mit Baden. Und wenn ich hier bade, die Leute, die hier rumlaufen. Gibt eine Anzeige. Oh, herrlich. Leute, danke fürs Zuschauen.
braucht immer das, was positiv ist. Wenn ihr euch gut dabei fühlt, dann tut es. Wenn ihr euch scheiße dabei fühlt, dann tut es nicht. Die Weisheit des Tages vom Dinsch. Ihr seid euer eigener Herr. Nicht mal reden. Nochmal. Weisheit des Tages vom Dinsch. Ihr seid euer eigener Herr. Ihr entscheidet, was ihr macht und was am Schluss daraus erfolgt. Oder folgt, ist die Entscheidung, welche Entscheidung ihr getroffen habt. Aber ja, wie gesagt, positiv, liebevoll, rücksichtsvoll und dann kann euch gar nichts passieren. Dann seid ihr so safe und erlebt Positives, bringt Positives. Seid positiv, ganz einfach. Das ist meine Devise. Aber wow. Aber trotzdem viel, viel los hier. Viel, viel los. Ja, mit dem Forester. Aber ist schön. Wie gesagt, ja, Solothurn. Hier passt. Jetzt geht's wieder runter. Mal sehen, wie schnell wir sind. Also ich denke, wir haben hier hoch, hatten wir 2 Stunden, jetzt geht es runter und dann brauchen wir etwa 1 Stunde. Ich rechne immer die Hälfte von dem, was ich rauflaufe. Und wenn ich runtergehe, ist die doppelte Zeit, die ich rauchen muss. Das ist nun Pi mal Daumen Geschichte. Aber es hat bisher immer gut funktioniert. Ja klar, je nachdem wie schnell man runterpurzelt, runterrollt. Wie gesagt, wenn ihr mit den Konditionen etwas schwächelt, dann kommt mit dem Auto her. Weil ihr könnt überall parkieren. Ihr könnt den ganzen Weg von dort unten bis hierhin hochfahren. So, seht ihr, best Beispiel. Und ja, die müssen nicht so wie ich hier hochlaufen. Was ihr wollt, das gutes Training, gutes Cardio, gutes Erlebnis, gute Luft. Bis auf die Autos, die hin und her fahren, aber sonst ist alles recht. Ah, nice.